Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Im Namen der Stadt Erlbach, im Namen unseres Stadtrates, auch im Namen unserer Stadtverwaltung, aber heute ganz besonders auch im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlbach, darf ich Sie zu einem ganz besonderen Anlass hier begrüßen, in unserer Frankenhalle, unserem Wohnzimmer der Stadt. Es ist ein besonderer Anlass, die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Dr. Heinz Kaiser. Und trotz dieses besonderen Anlasses müssen wir uns ein ganz klein bisschen richten nach den Regeln, die uns ein kleines Virus auferlegt hat. Und ich bitte deshalb um Verständnis, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen und trotzdem den entsprechenden Abstand voneinander halten müssen. Und ich darf Sie auch in diesem restlichen Verlauf der Veranstaltung zu tun. Es ist zu Ihrem Schutz, es ist zu unserer aller Schutz. An erster Stelle möchte ich natürlich unseren heutigen Ehrengast, kann man fast nicht sagen, die zu Ehren der Person begrüßen, Herr Dr. Heinz Kaiser. Es freut mich, dass er den Weg zu uns gefunden hat und dass er begleitet wird von seiner lieben Frau Ingrid und, so wie ich sehe, von der ganzen Familie oder zumindest von größten Teilen der Familie. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen im Namen der ganzen Familie Kaiser. Ja, ich denke schon, jetzt haben wir es auch als Ehrengast, Entschuldigung, dürfen wir hier begrüßen Herrn Franz Wackel, den Vizepräsidenten AD des Bayerischen Landtags und langjährigen Streit- und Weggefährten von Dr. Heinz Kaiser. Und was allerdings noch fehlt, ist der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Erlenbach und ich darf Sie dann im Anschluss auch hier zusätzlich einladen. Wir haben einen weiteren Ehrengast, der keine ganz so weite Anreise hatte, aus Hessen kommt und in Hessen über viele Jahre der hessische Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und weitere Zuständigkeiten gewesen ist. Wir freuen uns, dass Herr Lothar Klemm zu uns gekommen ist und ja, das ist der Vorteil von Erlbach, wenn man aus Hessen kommt. Das ist nicht ganz so gut. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sind. Ich darf den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Herrn Bernd Grütze, bei uns begrüßen. Ich denke, die Überparteigrenze hinweg darf man für das nächste Wochenende alles Gute wünschen. Viel Erfolg. Herr Grütze vertritt die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger hier bei uns. Nicht nur in seiner eigenen Partei, und genauso, denke ich, sollte es auch sein. Herzlich willkommen. Ich darf ehemaliger Landtagsabgeordnete begrüßen, Frau Heidi Wright, den Herrn Schneider und den Heinz Merlich. Als Stellvertreter unseres Landrates darf ich Herrn Günter Oettinger, ehemaligen Bürgermeisterkollegen, heute in Landratsfunktion hier herzlich begrüßen. Ich glaube, an Günter Oettinger kann man sagen, dass er zum Ehrenkind heute lange Jahre in guter, getrennter Meinung gelebt hat, politischer Meinung gelebt hat, aber dass zum Schluss doch eine gewisse Einigkeit darüber geherrscht hat, wer jetzt hier im Landkreis Lüneburg überhaupt nicht recht hat. Ich darf begrüßen meine Bürgermeisterkollegin Frau Monika Wolf-Lessmann, den Robin Hassler aus Weinbach und der Thomas Wöhig aus Klein-Holbach. Herzlich willkommen und mit Ihnen zusammen begrüße ich die ehemaligen Kollegen Michael Günther, Otto Schmettig und den Karl-Heinz Baller. Ich habe es gerade gesehen, angemeldet war er. Ist nicht da, ne? Also, der ist gut abgefahren. Der ist gut abgefahren. Ja, das ist, was es heute alles gibt. Also, Frau Messmann, Michael Günther und Otto Schmettig, herzlich willkommen. Ich habe es am Anfang erwähnt, es ist tatsächlich ein besonderer Anlass, zu dem wir heute hier in der Frankenhalle zusammengekommen sind. Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung,
die eine Gemeinde vergeben kann. Es ist die einzige Auszeichnung und Ehrung, die auch in unserer Gemeindeordnung geregelt ist. Und sie wird nicht jeder Person zuteil. Sie wird auch nicht oft verliehen. Wenn ich so unser Umfeld von Erlenbach betrachte, man liest ganz, ganz selten, dass jemand zum Ehrenbürger ernannt wurde. Und diese Seltenheit und das Besondere dieser Ehrung ist, glaube ich, im Gang in Erlenbach ganz besonders ausgeprägt. Bisher wurde die Ehrenbürgerwürde der Stadt Erlenbach nur an 11 Personen verliehen. Aber nicht seitdem, dass wir 1970 zur Stadt erhoben worden sind, sondern seit 1883, seit in 138 Jahren, gibt es nur 11 Ehrenbürger. Der erste, der diese Ehre erhalten hat, war ein staatlicher Oberförster, der Oberförster Friedrich Dessler. Zwei von unseren Ehrenbürgern dürfen tatsächlich noch unter uns sein, Andis Kirchgessler und unser ehemaliger Pfarrer Anton Wegstein, der heute leider nicht da sein kann. Wenn man die Liste, und Sie können sie nachverfolgen, auf Ihrem Programm auf der Rückseite über diese Liste anschaut, da steht immer fest, in der Regel wird diese Ehrenbürgerwürde nur verliehen an Bürgermeister und an Pfarrer. Außer zwei Personen, zum einen, außer dem Oberförster natürlich, ein Lehrer war mal dabei, Linus Falling, der 1928 in unserem Stadtteil Meschenhardt die Ehrenbürgerwürde erhalten hat, und dann ein Senator und Direktor unserer Brennstoffwerke, nämlich Dr. Walter Kammel, der diese Ehre 1967 erhalten hat. Für Dr. Heinz Kaiser müssen wir also eine neue Kategorie der Ehrenbürger aufmachen, weil Lehrer war er zwar gewesen, dafür wird er heute an den geehrt, aber auch die Zeit, denke ich, etwas zu kurz gewesen. Ich glaube, es waren 8 oder 9 Jahre hier am Hermannsteiner Gymnasium. Senator war er auch nicht gewesen, da habe ich so eher das Gefühl, dass er damals bei der Abschaffung des Bayerischen Senats 1998 auf der anderen Seite gestanden war. Zumindest ist die SPD-Fraktion was gewesen. Sie brauchen nicht mit dem Kopf schütteln, man kann es nachlesen. Wikipedia verengt alles. Bürgermeister war er auch nicht gewesen, einmal ganz genau dran gewesen. Und Pfarrer war er sicherlich auch nicht gewesen, zumindest ist es uns nicht bekannt und ich denke, der Familie ist es auch nicht bekannt, dass er Pfarrer war. Wenn er vielleicht an die Kinder zu Hause ab und zu auch mal eine Predigt halten musste, wie das in Familien so üblich ist. Also eine neue Kategorie an unserer Ehrentafel der Stadt, die drüben im alten Sitzungssaal, im Rathaussaal angebracht ist, Landtagsabgeordneter. Bereits am 15.10.2009, also vor knapp 12 Jahren, hat der Stadtrat schon beschlossen, Dr. Heinz Kaiser die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Dass die Verleihung oder die Übergabe jetzt so spät erfolgt, ist letztlich der Wunsch von Heinz Kaiser zuzurechnen, denn ich glaube, hat er schon mitbekommen, dass die vorausgehende Diskussion im Stadtrat leider immer noch geprägt war von den tiefen parteipolitischen Gräben, die wir leider in den 1990er Jahren bei uns im Erlenbacher Stadtrat hatten. Und so hat er, als ich ihm dann mitgeteilt habe, dass er die Ehrenbürgerwürde erhalten soll, hat er in einem Brief an den Stadtrat darum gebeten, die Verleihung erst dann vorzunehmen, wenn er keine politischen Ämter mehr ausübt. Und das letzte politische Amt, das er jetzt abgegeben hat, war die Mitgliedschaft im Kreistag im Landkreis Miltenberg und die hat er wahrgenommen bis zum Jahre 2020. Und danach haben wir uns da gewisse Wort mit ihm im Mai 2020 in Verbindung gesetzt und wollten diese Ehrung vornehmen. Ja, und dann kam dieses kleine Virus und hat uns alle ein bisschen in die Schranken verwiesen und wir waren uns allerdings in den Gesprächen immer einig darüber, dass wir einen schönen, einen würdigen Rahmen für diese Veranstaltung haben wollen und deshalb hat sie sich bis zum heutigen Tag
hinausgezögert. Wir müssen immer noch Abstand halten, aber ich denke, heute ist es gut durchschaubar. Heinz Kaiser ist ein, ich glaube, das darf man behaupten und sagen, ein Urgestein der Politik. Er hatte von Anfang an Politik im Blut. Ja, und Blut ist nun mal rot. Und in seinem Fall, denke ich, Sozialrot. Über den Altmacher Stadtrat, immerhin von 1972 bis 2008 angehörte und im Wittenberger Kreistag, und Herr Kaiser, da gehen jetzt die Informationen etwas auseinander. Nach unseren Aufzeichnungen, nach der Chronik der Stadt Altmacher, sind sie 1972 in den Kreistag gekommen. Auf der Homepage des Landkreises steht allerdings 1976. Ich denke, Sie wissen es, wann es gewesen ist. 76. Dann werden wir die Chronik an dieser Stelle mal überarbeiten müssen. Also, das waren doch dann auch deutlich über 40 Jahre im Kreistag. Und dann war ich auch noch Mitglied des Bezirkstages. Wenn hier die Informationen stimmen, dann waren es 4 Jahre gewesen. Und über diese 3 kommunalen Wege führte dann 1978 der Weg in den Bayerischen Landtag, wo er eben nicht nur die Interessen seiner Partei, der SPD, sondern vor allem die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sachkundig, energisch, diskussionsfreudig, manchmal lautstark und manchmal auch angriffslustig in Richtung der schwarzen Landtagsmehrheit vertreten hat. Zu ihrer aktiven Zeit, Herr Kaiser, war die Landespolitik nur von klaren Fronten geprägt. Da gab es nur Schwarz oder Weiß, beziehungsweise Schwarz oder Rot. Ein bisschen Grün ist dann irgendwann auch noch dazugekommen, aber das war zu der damaligen Zeit, glaube ich, schon leicht wegzudiskutieren. Es gibt Menschen, die sagen, das war die gute alte Zeit gewesen. Das werden nicht alle so sehen. Diesem Bayerischen Landtag gehörten sie dann sagenhafte 30 Jahre an bis zum Oktober 2008. Und dieses Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag war dann auch für die Altmacher SPD-Fraktion im Stadtrat der Anlass, die Ehrenbürgerwürde für sie zu beantragen. In der damaligen Begründung der Fraktion hieß es, und ich zitiere an dieser Stelle: In seiner langjährigen Tätigkeit hat sich Heinz Kaiser in herausragender Weise um das Wohl und Ansehen der Stadt Altmacher verdient. Durch seine Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag hat Altmacher einen überregionalen Bekanntheitsgrad erreicht, Ergänzung von mir an der Stelle, vor allem das Altmacher Zentrum in Mechenhardt wurde bekannt. Er war, so geht es weiter, und ist immer ein Ansprechpartner, nicht nur für die politischen Verantwortlichen der Stadt, sondern für den einzelnen Bürger gewesen. Sein Einsatz für Einzelschicksale, seine persönlichen Hilfestellungen, egal in welchem Bereich, sind bekannt. Sein besonderes Engagement, auch aufgrund seiner über Jahrzehnte erworbenen Wirtschaftskompetenz, lag und liegt in der Förderung der heimischen Unternehmen, auch der kleineren Gewerbebetriebe. Die SPD hat dann weiter einige Beispiele angeführt für ihren Einsatz für unsere Heimatstadt. So zum Beispiel im Bau der Berliner Straße, seit ihr hier im Team wirkt auf die Aufnahme in den Sonderfonds des Innenministeriums. Und ich denke, wir alle können nachvollziehen, die hier zu Hause sind, wie die Entwicklung von Altmacher weitergegangen wäre, wenn nicht mit großer Förderung des Freistaates Bayern die Entlastungsstraße, die Mittelberger Straße oder auch dann die Verlängerung der Berliner Straße gebaut worden wäre. Ich persönlich mag es mir nicht vorstellen, wir hätten den ganzen Schwerlastverkehr, der immer noch mitten durch den Ort hindurchlaufen würde. Dann wird angeführt, wir mitwirken beim Bau der Mechenhardter Turnhalle. Auch da kann ich mich gut daran erinnern, dass wir uns unten in München getroffen haben. Sie hatten einen Termin ausgemacht beim BRSV, um die dringend notwendigen Fördermittel locker zu machen, die der Verein einfach gebraucht hat. Und nicht nur der Verein, sondern die ganze Mechenhardter Bevölkerung, um diese durch einen Sturm- und Schneeschaden geschädigte Halle quasi neu aufzubauen. Angeführt
wurde auch in Mitwirken bei der Einführung der Jugendsozialarbeit in der Barbarossa-Schule. Heißt ja eigentlich Schulsozialarbeit an Schulen, weil damit liegt die finanzielle Verantwortung bei den Gemeinden und nicht nur beim Freistaat Bayern, wie das bei der Jugendsozialarbeit wäre. Ganz clever gemacht. Damals was ganz Neues. Ich glaube, es war eine der ersten Schulen im ganzen Landkreis, an der Jugendsozialarbeit gegeben worden ist. Heute könnten wir uns den Schulbetrieb mit der Vielfalt von Schülern und Schülerinnen, die es wirklich nicht einfach haben, wir könnten uns den Schulbetrieb nicht mehr vorstellen. Ja, und dann wird noch angeführt, oder wurde angeführt, vor allem die Hilfestellung bei der Rettung des Diogenbetriebes in unserer Glanzstoff, im ICO, immer noch die Glanzstoff bei uns. Und ich denke, an dem Beispiel kann man sehen, dass Politik tatsächlich manchmal unendlich ist und wir in Wiederholungsschleifen kommen, weil das Thema der Rettung unserer größeren Betriebe, unserer, vor allem der Betriebe, die viel, viel Energie vertreiben, ist eine Daueraufgabe für uns alle in der Politik. Gerade aber beim Beispiel Brennstoff wird deutlich, dass als Kaiser eben immer ein Wirtschaftsfachmann und als Wirtschaft gewesen ist und als Wirtschaftspolitiker auch in seinem Leben gewesen ist. Und ich denke, das war tatsächlich von allen politischen Seiten auch gewünscht. An der Stelle darf ich dann unseren Ehrengast, Herrn Franz von Market, nochmal zitieren. Als er vor einigen Jahren Heinz Kaiser in unserer Kinopassage zu einem Parteijubiläum gratuliert hat, ich glaube, es war das 50. Jahr der Mitgliedschaft in der SPD. Damals stand im News-Verlag zu lesen, nicht in meiner Freischule, aber Sie dürfen nachlesen. In einer sehr persönlichen Ansprache hob Franz Margit Kaisers herausragende Rolle als ausgewiesener Wirtschaftsfachmann im Bayerischen Landesparlament hervor. Als sorgfältiger politischer Arbeiter, der sich nie selbst in Szene zu setzen suchte, sei der Wirtschaftsexperte überparteilich angesehen gewesen. Aufgrund, und dann spricht er ihn direkt an, aufgrund deines großen Engagements für den Mittelstand, gerade für die innovativen Global Player der Region, hast du auch in Wirtschaftskreisen hohe Wertschätzung genutzt. So, Herr Franz Mark. Und weiter. Bei einer anderen politischen Konstellation hättest du mit Sicherheit am Kabinettstisch Platz genommen. Jedoch sei Kaiser trotz exzellenter Expertise ein Ministeramt aufgrund der bayerischen Verhältnisse verwehrt gewesen. Ja, das war wohl so. Lieber Franz Wagget, um Minister in Bayern zu wesen, hätte zumindest damals Heinz Kaiser nur über seinen eigenen Schatten und ins schwarze Lager springen müssen. Aber selbst wenn er das gewollt hätte, was er glaube ich nie gewollt hätte, die Schwarzen hatten in Erlenbach schon ihren Kaiser. Der Platz war besetzt gewesen. In Worten, wir haben noch einen Dr. Adrian Kaiser für unsere Gäste als Verzieher Erlenbach der SPD-Fraktion angehört. Den Worten der SPD-Fraktion und Franz Wagget ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dem Dankeschön des Stadtrates, des Bürgermeisters, der Stadtverwaltung und der Bürgerinnen und Bürger dieser wunderschönen Heimatstadt Erlenbach am Rhein für ihren unermüdlichen Einsatz. Dankeschön, Herr Dr. Kaiser. Im Namen der Stadt Erlenbach, im Namen von Stadtrat und Stadtverwaltung und im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger darf ich Ihnen heute den Ehrenbürgerbrief überreichen und Sie somit zum 12. Ehrenbürger der Stadt Erlenbach nennen. Der ist schon auf dem Weg, sonst hätte ich ihn jetzt auf die Bühne gegeben.
Wesen, die Kunden gesteckt, es geht ohne Mikrofon. Stadtteilbach am Main, Ehrenbürger finden. In Würdigung seines verdienstvollen Wirkens um das Wohl der Stadt Allenbach und ihrer Bürger wird Herrn Dr. Heinz Kaiser das Ehrenbürgerrecht der Stadt Allenbach am Main verliehen. Allenbach am Main, den 19. September 2021, der Stadtrat Michael Böllinger, das der Bürgermeister. Herr Kaiser, das ist mir. Ist was Schönes, aber er ist sehr trocken. Und nachdem wir Weinbaustadt, Weinbaugemeinde sind, ist es uns eine Ehre, den Ehrenbürgerbrief mit Allenbacher Wein zu umranken, sozusagen. Eine ganz besondere Flasche Wein, nämlich vom Allenbacher Wissenfeld, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Allenbacher Hochberg, und zwar vom Felsenröder aus dem Weinberg, den die Stadt Allenbach an die Verena Weigand verpachtet hat, mit der Aufgabe, die beste Qualität in die Flasche zu bringen. Da eine Flasche natürlich für die ganze Familie ein bisschen zu wenig wäre, hängt noch ein Gutschein mit dran für weitere Gelegenheiten. Alles Gute noch. Danke. Darf ich Sie nach oben bitten? Es geht nicht ohne die Frauen, und wenn die Frauen nicht unterstützen oder natürlich heutzutage in moderner Gesellschaft auch die Männer die Frauen unbedingt unterstützen, wenn denn alles zusammenpasst, dann sind solche politischen Karrieren nicht möglich, und deshalb auch Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, verbunden mit einem kleinen Bühnen. Urgestein. Wie lange das ist,
Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass du als junger Mann ja bereits mit meinem Großvater Burkhard Kirchgessner eng zusammengearbeitet hast und ich heute als dessen Enkel ein halbes Jahrhundert später an deinem Ehrentag hier sprechen darf. Dass du im Jahr 1969 als Heugeplackter, wie wir sagen, junger Lehramtsassessor hier nach Erlenbach gekommen bist, war ein Glücksfall für unsere Stadt. Es war ein Segen für die gesamte Region. Denn in allen deinen Ämtern warst du für die Bürgerinnen und Bürger immer da, immer greifbar. Hattest insbesondere auch für die Anliegen unserer Vereine stets ein offenes Ohr und hast dich mit größtem persönlichem Engagement und Pflichtgefühl für sie eingesetzt. Auf allen Ebenen der kommunalen Selbstverwaltung, ob als Stadtrat, als Kreisrat, als Bezirksrat und besonders als über alle Parteigrenzen hinweg hoch angesehener Abgeordneter des Bayerischen Landtags. Die Erlenbacher, Mechenhaller und Streiter wussten, sie können sich auf ihren roten Kaiser verlassen. Und damit meine ich jetzt nicht den Kaiser Rotbart, Barbarossa, der auch mal hier in Erlenbach gewesen sein soll, aber hat es bei weitem nicht so lange geschafft wie du, lieber Heinz. Du bist eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. 27 Jahre warst du Mitglied im Erlenbacher Stadtrat, hast die Kommunalpolitik auch im Kreis Miltenberg über Jahrzehnte geprägt. Zum ersten Mal wurdest du 1972 in den Stadtrat gewählt. 1972, das war das berühmte Willy Brandt-Jahr. Und gleich mit den zweitmeisten Stimmen von allen Kandidaten. Seither hast du mit vielen politischen Weggefährten, von denen viele auch schon nicht mehr unter uns sind, hier in Erlenbach so einige Schlachten geschlagen, oft sehr erfolgreich. Allen voran sei hier an deine eigene Bürgermeisterkandidatur im Jahr 1976 erinnert, bei der du ja damals nur ganz knapp mit einem vielbeachteten Ergebnis unterlegen bist. Und dann natürlich das Jahr 1988, die erfolgreiche Bürgermeisterwahl unseres Bürgermeisters Dieter Schütte, alles unvorstellbar ohne deine Vorarbeit und ohne dein Wirken. Denn schon kurz nachdem du hier mit deiner Familie sesshaft geworden bist, hattest du in Erlenbach den SPD-Vorsitz übernommen und ab 1976 dann auch den SPD-Kreisverband geführt, 30 Jahre lang. Über all die Jahrzehnte warst du also das Gesicht der Sozialdemokratie, ihr Kopf und Macher in Erlenbach sowie im gesamten Landkreis. Heute bist du Ehrenmitglied im SPD-Ortsverein, Ehrenvorsitzender des SPD-Kreisverbands Miltenberg und seit gut einer Woche auch Ehrenvorsitzender des SPD-Unterbezirks Mansch-Pessart-Miltenberg. Schon diese höchsten Ehrungen auf regionaler Ebene belegen, wie sehr dir die Sozialdemokratische Partei zu Dank verpflichtet ist, weil du bei allem, was du in deiner beeindruckenden politischen Laufbahn für die Menschen getan hast, die sozialdemokratischen Werte, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität mit Leben gefüllt und selbst gelebt hast. Du warst wahrlich Politiker aus Leidenschaft und du bist ein vorbildlicher Demokrat und vor allem, wenn ich das so sagen darf, ein feiner Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Lieber Heinz, mit Hochachtung für deinen politischen Lebenswerk sagen wir heute anlässlich der Verleihung des Ehrenbürgerrechts einfach nur danke für alles und bitte bleib gesund und uns noch viele Jahre erhalten. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, großartige junge Musikerinnen und Musiker haben Sie in Ihrer Stadt, sehr verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Heinz, liebe Ingrid, liebe Familie Kaiser.
Es ist mir eine große Freude und eine Ehre auch, an diesem Tag, anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Erlenbach am Main, hier zu sein und einige Worte über den Politiker, aber auch den Menschen Heinz Kaiser, so wie ich ihn erleben durfte, als Kollege und als Freund zu Ihnen zu sprechen. Oft ist uns ja nicht bewusst, wie sehr unser Leben durch Zufälle, durch das Schicksal, durch Gottes Fügung oder wie man das nennen will, durch äußere Umstände, durch politische Gegebenheiten bestimmt werden. Bei Heinz Kaiser war das auch so. Wer hätte geglaubt, dass Heinz Kaiser 1941 in St. Pölten, das ist Niederösterreich, geboren wurde, dass er einmal Ehrenbürger würde in Erlenbach am Main erhalten könnte. Das war Schicksal, das waren die politischen Umstände der damaligen Zeit, dass er als Kriegskind in Österreich angeschlossen ans Deutsche Reich geboren wurde, wohin seine Eltern, sein Vater versetzt worden ist. Dann wurde der Vater nochmal versetzt nach Freyung in Niederbayern. Da hätte er ja schließlich auch hängen bleiben können. Dann wurden die Eltern nochmal versetzt nach Ansbach. Da hätte er auch hängen bleiben können. Da hat er das Gymnasium besucht und abgeschlossen. Dann kam seine erste wichtige persönliche Entscheidung. Er wollte Lehrer werden. Er ist Lehrer geworden. Er hat für das Lehramt studiert. Und zwar eine Fächerverbindung, die ihn von Anfang an für das politische Engagement, das politische Leben prädestiniert hat. Wirtschaft, Recht, Geografie. Als Lehrer hat er gelernt, als Lehramtsstudent hat er gelernt, man muss die Fakten kennen. Man muss präzise sein. Was man sagt, muss stimmen. Es muss Hand und Fuß haben und die Schülerinnen und Schüler müssen mich auch verstehen. Eine perfekte Ausbildung für einen späteren Landtagsabgeordneten. Aber dass er nach Erlenbach kommen würde, war alles andere als klar, denn er war nach seinem Studium in Würzburg und Erlangen, Nürnberg-Erlangen, ja als Referendar in München, also in einer Randlage Bayerns, am Adolf-Weber-Wirtschaftsgymnasium, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann auch noch in Lindau am Bodensee-Gymnasium. Oft ist es doch so, dass Referendarinnen und Referendare dann irgendwo hängen bleiben. Ist er aber nicht, weil weder in München noch in Lindau am Bodensee gab es Ingrid. Also musste er dort wieder weiterziehen und er kam in der Tat als nächste Station, ich würde sagen, Heinz, Zufall. Bundesministerium. Bundesministerium. Das sagst du immer, die Schwarzen machen alles falsch in Bayern. Stimmt nicht. Sie haben dich damals nach Erlenbach am Main geschickt. Das war eine gute Entscheidung. Er kam also als junger Lehramtsassessor, glaube ich, ist es. Ja, Assessor ans hiesige Gymnasium 1969. Und hier blieb er tatsächlich hängen. Hier wurde seine Heimat. Die Engländer sagen, wo settelst du? Hier hat er gesettelt. Hier wusste er, hier will ich bleiben, hier will ich mein Leben aufbauen. Hier will ich mich engagieren. Das gehörte zu seiner politischen Grundauffassung. Wo ich lebe und in einer Demokratie, da will ich mich engagieren, da will ich mich einbringen für das Gemeinwohl. Und aus diesem Denken, aus dieser Haltung heraus, hat er seine großartige kommunalpolitische Aktivität und sein großes kommunalpolitisches Engagement entfaltet und entwickelt. Und was ihm natürlich zusätzlich noch geholfen hat, in Erlenbach zu bleiben, war seine liebe Frau, die er hier gefunden und
1977 geheiratet hat. Damit war klar, hier bleibt der Mann. Hier bleibt er hängen, hier engagiert er sich. In die SPD war er ja schon vorher 1964 im Ortsverein Ansbach eingetreten. Ich bin gut informiert, Heinz. Man hat so seine Quellen. Also, ich glaube übrigens, er ist Sozialdemokrat geworden, weil damals schon die SPD, der Partei, der er sich angeschlossen hat, eine Wende vollzogen hatte von einer Arbeiterpartei, das war das ursprüngliche Selbstverständnis, zu einer Volkspartei, die alle Schichten der Bevölkerung ansprechen möchte. Davon fühlte sich auch Heinz mit seinem gesellschaftspolitischen, demokratischen Grundverständnis angesprochen und schloss sich dieser Partei an. Und vor 5 oder 6 Jahren durfte ich hier in der Tat zu deinem 50-jährigen Parteijubiläum gratulieren. Um den Werbeblock für die SPD abzuschließen. Ich habe gestern auf dem Münchner Marienplatz den künftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gehört und habe ihn mit auch gesprochen und habe ihm erzählt, dass ich zu dir fahre heute. Er lässt dich grüßen und gratuliert dir ganz herzlich. Ich habe gesagt, Heinz Kaiser ist ein ehemaliger Kollege von mir, der einen Tag nach der Bundestagswahl am 27. September seinen 80. Geburtstag feiern kann. Und er hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, er macht dir ein Geburtstagsgeschenk. Am Vorabend. Du sollst dich entspannt vor den Fernseher setzen und dir das alles anschauen. Das ist sein Geburtstagsgeschenk für dich am 27. September. Von Heinz ist gesprochen worden, das wissen Sie auch alle besser als ich. Er war aber auch, und das ist ja hier auch bekannt, ein leidenschaftlicher Parlamentarier und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Er war ein Ass im Bayerischen Landtag. Und es stimmt, Herr Bürgermeister, bei anderen politischen Verhältnissen wäre er Wirtschaftsminister geworden. Wenn wir das hätten entscheiden können, wäre Heinz, der immer in den Schwerpunkten Haushaltspolitik, Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik engagiert war, hätte er ein Ministeramt bekommen. Aber die Verhältnisse waren anders. Trotzdem war er ein geachteter, von den anderen Fraktionen teilweise auch gefürchteter Debattenredner, weil er immer sachkundig war, Lehrer, weil er die Fakten kannte, weil er kämpferisch war. Und so mochte man ihn. Und er war leidenschaftlicher Abgeordneter, aber was er gehasst hat, waren die Fahrten nach München. Die langen Fahrten nach München. Als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich jetzt nach Erlenbach fahre, um einige Worte über dich zu sprechen, Heinz, hat sie gesagt, das ist gut, das machst du, das ist dein Letter. Aber das ist weit. Ich habe gesagt, ja, 402 Kilometer. Da hat sie gesagt, woher weißt du das so genau? Ich habe gesagt, weil mir das Heinz Kaiser bei jeder Begegnung aufs Brot geschmiert hat, dass München eine Randlage in Bayern ist. Und dass es 402 Kilometer entfernt ist. Und er hat mir dann in der Tat immer aufgezählt, welche deutschen Hauptstädte näher an Erlenbach am Main liegen als München. Und es sind fast alle. Mainz, Wiesbaden, Stuttgart, Erfurt, Magdeburg, Hannover, Dresden wahrscheinlich auch noch. Nicht ganz. Okay, aber es sind viele Glück. Ich bin aber trotzdem immer wieder zu dir gekommen, nachher noch. Er hat dir Betriebe gezeigt, voller Stolz, denn das war sein Metier, die Wirtschaftskraft der Region. Voller Stolz hat er mich in Betriebe geführt, wie er als Wirtschaftspolitiker sagte, Hidden Champions, versteckte Weltmarktführer, keine Handwerksbetriebe, sondern großartige Unternehmen.
Mittelständler, auch Handwerker, auch weltweit bedeutende Unternehmen, habe ich mit dir besichtigen dürfen. Soziale Einrichtungen, wo dann gelegentlich auch deine Frau Ingrid dabei war. Oder er hat mich geschleppt auf die Rebstöcke in der Steillage. Natürlich hat das mich nicht begnügt, wenn ich schon mal komme, mir irgendeinen Weinberg Hügel zu zeigen. Nein, er hat mich die Steillage hinaufgehetzt. Ich war immer gerne hier. Ich wusste, dass hier ein Abgeordneter für uns in der Region tätig ist, der seine Heimat liebt, der seine Heimat in München exzellent vertritt, der ein Botschafter seiner Region in München war, der aber immer vor allem mit beiden Beinen auf seiner Erdenbacher-Erde steht. Deswegen hast du die Ehrenbürgerwürde in jeder Weise verdient. Er hat ja auch schon den Bayerischen Verdienstorden bekommen für seine Verdienste für den Freistaat Bayern. War er im Landtag ein großer, er war auch im Rundfunk, Medienrat, vielfältige Aktivitäten, die gar nicht so bekannt sind, aber im Laufe von 30 Jahren eben zusammenkommen. Und 18 Jahre waren wir zusammen im Landtag. Daraus hat sich auch eine persönliche Verbindung und Zuneigung ergeben. Und deswegen freut es mich ganz einfach, dass deine Stadt, deine Heimat dich zum Ehrenbürger heute ernennt. Ich gratuliere dir ganz herzlich und möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen, die geklärt werden muss. Wie kann es sein, dass jemand so mit dir 80 wird in einer Woche, so gut ausschaut wie du? Wie ist das möglich? Herr Bürgermeister, ist es die gute Luft? Ist es die gute Luft? Ist es der Nein? Ich fürchte oder ich glaube, es ist die Familie. Es ist die Frau, die einen Rückhalt gibt. Ich habe mal gelesen, eine wissenschaftliche Untersuchung sagt, je besser die Beziehung ist in einer Ehe, umso älter werden die Leute. Das war bei dir bestimmt der Fall, das ist bei dir bestimmt der Fall. Dein Rückhalt ist deine Familie, mäßiger Sport. Du hast zwar behauptet, du bist ein halber Tischtennis-Europameister, aber soweit ich das verfolgt habe, eher ein mäßiger Sport. Gelegentlich ein Blick, wie der Club gespielt hat, auf welchem Tabellenplatz die Offenbacher Kickers sind, solche Dinge, aber ansonsten immer aktiv bleiben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Heinz war immer neugierig, er wollte was wissen, er wollte lernen und er wollte sich dann einbringen. Und das hält ihn. Leben für die Demokratie, er hält die Menschen jung. Deswegen, Heinz, neben der Gratulation zur Ehrenbürgerwürde auch meine allerbesten Wünsche. Für gute Gesundheit bleibt uns noch lange ein. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Im Namen der Andorra Stadtfraktion, die nicht des SPD halten, möchte ich ganz herzlich zum Halt der Ehrenbürgerwürde in seinem Wikipedia-Antrag, das ist zwar nicht vermerkt, aber er war neben seiner Landtags- und Kreistätigkeit, wie wir auch schon gehört haben, sehr lange Mitglied des Antrags Stadtrats. Das war eigentlich das Wichtigste am Antrag. Da ich diese Zeit dann noch aktiv miterleben durfte, kommt mir heute diese Ehre zu. Er hat 30 Jahre als Mitglied des Bayerischen Landtags miterlebt, wie es ist, wenn sich die Prozentanteile seiner Partei von 31,4 auf 18,6 reduzieren und hat dabei sich daran positioniert und war immer dabei. Das muss man bei dem Stühlerücken, das da zu erwarten ist, feststellen. Nebenbei bemerkt man in dieser Phase alles andere. Im Landtag herrschen andere Sitten und Gepflogenheiten als in der kleinsten Parlamentsform im Stadtrat.
Und im Alter des Gefechts kann es schon einmal zu Vermischungen kommen und so herrscht auch im Hamburger Stadtrat ab und zu ein landespolitischer Ton. Fairerweise muss gesagt werden, dass dies auch gerne von seinen Gegenübern herausgefordert wird. Ich habe ihn als Vollblutpolitiker durch und durch erlebt. Meine erste persönliche Begegnung mit dem Politiker Heinz Kaiser war, als er für das Amt des Bürgermeisters kandidierte. Meine Begegnung mit ihm als Lehrer war schon etwas verwirrend. Er war ein kämpferischer Stadtrat, stand immer zu seiner Partei. Und das ist aber wichtig, und deswegen ist dieser Preis auch für diese Ehrung mehr als verdient. Wenn aber andere Bürger seine Hilfe suchten, dann war das Parteibuch egal. Durch sein Engagement auf den verschiedenen politischen Ebenen hat er danach insgesamt sehr profitiert. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und bleibt gesund. Ich stand bei Flönsberg
Und es war ein Weinfestwochenende. Es war dann war es ein Beleg. Die kamen nach Bremen, das war was Winter, das war nicht Mr. Kaiser, das wurde die dann am Weinfest heiraten. Ja? Aber es war alle da und es war ein schönes Fest. Ja, wir haben dann Kinder, die Konrad, die Maximilian und die Maria. Mit Familie, mit anderen, darf ich so sagen, auch, die heute natürlich alle da sind und sich mit mir freuen. Und wir haben vier Enkelkinder und die spielen jetzt zur Zeit draußen. Der David ist da, das ist der Höhn, 13 Jahre alt, ist der älteste Enkel, der dann natürlich schon die ersten Schritte macht im Bereich Kennenlernen von Politik. Ja, ich freue mich auf die Anwesenheit von Alois Wildhessner, unserem Ehrenbürger. Alois, du warst der Schweizer Bürgermeister und politischer Akteur, an dem man sich reiben und auch wachsen konnte. Rivalität ist längst einem freundschaftlichen Verhältnis gewichen. Hat dir alles ohne. Schön, dass du da bist. Politische Parteien sind die Träger der parlamentarischen Demokratie. Die SPD ist bekanntlich die älteste Partei unseres Landes. In Erlbach sind erstmals 1922 Sozialdemokraten in den Gemeinderat gewählt worden. Wir feiern also nächstes Jahr 100-jähriges Überleben. Und deshalb sind auch viele Freunde vom Ortsverein, vom Kreisverband heute da. Und ich sage auch Ihnen danke, wenn ich heute die Auszeichnung bekommen darf, freue mich darüber. Politik ist immer eine Mannschaftswerk. Ohne von den politischen Freunden, den Genossinnen und Genossen getragen zu sein und immer unterstützt zu sein, das war der Fall, kann man keinen Erfolg haben. Danke, Helga Rabasse, jetzige Vorsitzende und alle anderen, die mich und uns allen in den letzten 50 Jahren unterstützt haben. Ich freue mich aber auch sehr, dass viele Wegbegleiter, Wettbewerber und Freunde aus den anderen demokratischen Parteien mir und uns die Ehre heute geben. Besonders freut es mich, dass die Beamte heute da ist, der Fraktionsvorsitzende der CSU im Stadtrat und im Kreistag. Wo sitzt er jetzt? Ja, und es wissen hier kaum wenige. Der Dietmar ist derjenige, den ich am längsten kenne. Und zwar seit 1961. Da waren wir beide gemeinsam in Rotenburg auf der Taube in der Jugendherberge als Kulturjahrgang und haben eine Vorbereitung bekommen für die Auswahl der Studien. Und der Dietmar Andel war schon damals ein cooler Redner und hat das Ganze gemanagt. Es war also mehrere Schulen miteinander. Lieber Dietmar, herzlichen Dank, dass du da bist und alles Gute auf deine Gesundheit. Und ich freue mich auch, dass der Helmut Müller da ist, lange Zeit zweiter Bürgermeister, der jetzt schon mal so die Generalprobe heute erlebt. Da steht ja auch so ein Ereignis bevor. Lieber Helmut, auch herzlichen Dank für die jahrzehntelange Freundschaft. Und es hat mich gefreut, dass Dr. Eberhard Bosmann, das war in Leipzig, auch Grußworte geredet hat. Und ich freue mich auch, dass die Peter Münze da ist, von den Grünen, und jetzt ist auch bei den Grünen, den Peter Münzel war ja mit mir gemeinsam von 1994 bis 2003 noch in Erlbach in den Landtag. 9 Jahre lang haben wir beide, Franz Magitz, die Handbänke der Opposition gedrückt. Liebe Peter, herzlichen Dank für die Freundschaft. Ja, und besonders freue ich mich natürlich über die Anwesenheit meiner nächsten Weggefährten über Jahrzehnte. Heinz Wehrlich ist schon erwähnt worden, und ich schon Zwilling, wir haben alles gemeinsam gemacht. Ja, auch in der Fraktion haben wir uns ja mal gesprochen, Werner Franz, das weißt du, und auch natürlich draußen in den Landkreisen mit der Mann Spessart. Und er hat nichts dagegen gehabt, weil der Mann Spessart in seinem Stimmkreis bekannter war als ich, dass er ab und zu als Dr. Wehrlich gelöst worden ist. Aber das war so, dass er uns beide eigentlich so eng gesehen hat. Und die Heide Reit ist auch da
war mit ihrem Mann, mit der Pfarrer Schneider, und eine kleine Korrektur darf ich angehen. Ich glaube, der Bürgermeister hat schon die Heilige begrüßt als Landtagsabgeordnete. Sie war eine Stufe höher, sie war im Deutschen Bundestag und eine sehr aktive Abgeordnete. Wir haben eine Freundschaft bis heute, am heutigen Tag, mit ihr und mit ihrem Mann, Harald Schneider. Liebe Heidi, herzlichen Dank. Und natürlich ist unser Mandatsträger, aktueller Mandatsträger, der Bernd Fürstenbach. Lieber Bernd, ich hoffe, dass du nicht heute so viele Stimmen verlierst, dass du da bist für nächsten Sonntag. Aber schön, dass du den Weg gefunden hast. Ja, jetzt war ich hier noch stehen, in dem Zusammenhang muss ich begrüßen. Meine langjährige Mitarbeiterin Susanne Kleinheinz. Ich habe sie heute gesehen. Ach, ist sie da? Ja. Ah, Susanne! Ja, also, zu dem Mandatsträger, ich höre natürlich immer auch eine gute Mitarbeiterin, das hat vorhin Frau Wolf gesagt. Liebe Susanne, herzlichen Dank für die Freundschaft. Ich habe über 25 Jahre begleitet als Mitarbeiterin meiner Abgeordnetentätigkeit. Meine besondere Freude ist und Ehre ist natürlich, lieber Franz, dass du den weiten Weg zum Ehrenbürger von mir schon zweimal nach Heilbach angetreten hast. Ich darf jetzt anwesend verraten, der Franz Magert war bei den 5 Fraktionsvorsitzenden, die ich erlebt habe in den 30 Jahren, mein Lieblingsfraktionsvorsitzender. Er ist, darf man sagen, loyal, solidarisch und menschlich, und hat es ja auch erlebt. Und Franz hat das noch nie persönlich gesagt, aber ich sage es jetzt immer heute. Ich habe dich bewundert, wie loyal und solidarisch du auch zu unseren Werten stehst, auch wenn es manchmal schwierig war. Du hast als Münchner SPD-Vorsitzender, wie so schön heißt, den Laden zusammengehalten, obwohl der, ich aus dem Nähkästchen, der Sonnenkönig im Rathaus immer so ein bisschen abfällig sich über die Landtagsabgeordneten, die keinen Erfolg haben, da einfach zum Leben gegenüber mir für die CSU und ich bin der große OB in München, ein bisschen lustig gemacht. Du hast es weggesteckt, aber ich habe es gemerkt, es war nicht ganz einfach, aber es zeigt deine Loyalität zu unserer Partei und zu unseren Grundwerten. Aber du warst natürlich auch, das muss man sagen, fordernd, politisch fordernd. Und das war gut so. Du hast mich dazu gedrängt, damals einen Untersuchungsausschuss zu initiieren. Deutscher Orden ging es also gegen Maßnahmen des damaligen Ministerpräsidenten Steuer. Ich will die Steuer jetzt weiter erzählen, das ist jetzt nicht so kompliziert. Nur haben damals die Bierlöserblasen und der Gerhard Holt haben ein Theaterstück draus gemacht, in den Kammerspielen aufgeführt worden. Und dann kam hinterher Zuschauer auf den Gerhard Holt zu und haben gesagt, was hast du denn da Schönes ausgedacht? Da hat er gesagt, ja, das ist nicht ausgedacht und ist die Realität. Die Leute haben es gar nicht geglaubt. Und es ist leider bei vielen Dingen der Politik heute so, dass die Zusammenhänge sind so komplex, dass man und schwierig oft, dass man sie nicht durchschauen kann. Und vor allem, Franz, hast du mich damals, naja, sanft überredet oder getrennt, 2003, als der große Einbruch kam. Und die CSU, Helmut Schäuble, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, eine 2/3-Mehrheit im Landtag erreicht haben. Der Haushaltssprecher, ich wollte mir so eigentlich eine letzte Periode bis Anfang machen, aber der Haushaltssprecher ist nur gewählt worden damals und habe ich dann in den letzten Jahren die Sprecherfunktion für den Haushalt, für die Finanzpolitik übernommen. Ja, lieber Franz, also herzlichen Dank für deine großartigen Worte. Und ein letztes politisches Amt war im Kreistag bis letzten Jahr 44 Jahre. Dank dir, lieber Günter Wettinger, stellvertretender Landtag und Bürgermeister. Und du hast uns selbst erwähnt, du hast oft auch etwas Gutes getan für die Familie, für deine Unterstützung, für meine Frau. Und es hat Leute gegeben, die haben gesagt, also der Günter Wettinger liest Frau Kaiser die Wünsche für den Augen ab. Ja? Also herzlichen Dank für deine Engagement. Ja, danke auch, lieber Benny Bullender als Fraktionsvorsitzender
der FDP-Stadtratsfraktion. Du hast erwähnt, sein Großvater war ein toller Sozialdemokrat. Vom Beruf Schneider, Heimschneider. Aber ein gescheiter Mann. Und er schaut ganz oben runter auf dich, lieber Benni. Ich bin stolz auf deine Arbeitszeit und vom Schneider ist Absolvent der Verwaltungshochschule Speyer. Das ist in dem Bereich Verwaltungswissenschaften die Premium-Hochschule in der Republik. Und ich würde es gehen. Herzlichen Dank, lieber Benni, für deine Worte. Ja, Kommunalpolitik ist die Schule des Parlamentarismus. Und ich weiß es, die Freunde Heidelein, die wissen, Harald Stein, die wissen das ganz ehrlich. Ich war immer gegen die 3S-Regelung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die 3S-Regelung ist. Das ist die Regelung vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Ich denke, jeder Landes- und Bundespolitiker sollte in die Schule der Kommunalpolitik gehen. Weil er es hier gelernt hat, dann kann er auch irgendwie erfolgreich sein. Und deshalb betrachte ich die Verleihung der Ehrenbürgerwürde auch als eine Verpflichtung für unsere Stadt und seine Bürger. Die Kommunen sind die Basis unseres Staates. Sie erfüllen staatliche Verwaltungsaufgaben, sind verantwortlich für den Lebensraum, für die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen werben für das kostbare Gut der kommunalen Selbstverwaltung der Bürgermeister. Ich möchte dazu auch als Ehrenbürger noch einen kleinen Beitrag leisten, ein Engagement leisten, weil ich es etwas traurig finde, wenn bei Stadtratswahlen wie im letzten Jahr nur die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen. Und da haben wir also gleich noch Luft nach oben, haben wir dann auch die Arbeit, die wirklich wertvolle Arbeit der Stadträtinnen und Stadträte nicht überlegt. Und vielleicht kann man dazu noch einen kleinen Beitrag leisten. Städte und Gemeinden sind wichtiger denn je. Der Zeitgeist hat sich nach 4 Jahrzehnten geändert. Die Finanzkrise 2008, die Pandemie heute, hat dazu geführt, dass der neoliberale Marktkapitalismus ausgedient hat und eine Rückbesinnung auf staatliches Handeln erfolgt. Und das ist ein wichtiger Schritt, ist, dass auch natürlich die Kommunalpolitik dazu die Städte einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Die sind ja die Basis, die Grundlage unseres Staates. Ja, wir kommen zum Schluss. Was macht der Herr den ganzen Tag? Der Topf braucht eins, das tragst du den ganzen Tag. Ja, es ist schon erwähnt worden, es ist auch sicher auch alles bedingt. Ich bin da Ehrenvorsitzender vom Kreisverband, vom Unterbezirk, manchmal ist auch Mühlenberg. Und ich sehe es ein bisschen als Aufgabe auch, die Pflege des historischen Erbes. Lieber Franz, du weißt, dass der Friedrich Ebert gibt es 5 Denkmäler in ganz Bayern. Der hat vorher den 125. Geburtstag gehabt und 25 Jahre. Und es gibt 2 dieser 5 Denkmäler, die stehen aus dem Landkreis. Wir haben darum gekümmert, dass da auf dieses Jubiläum entsprechend hingewiesen wird. Ja, ich bin auch zweiter Vorsitzender im Wirtschaftsclub dabei, deswegen ab und zu nochmal. Liebe Lola, bin ich auch im Innenstadtkreis der Bibelstiftung Frankfurt Rhein-Main noch da, vor Corona-Zeiten. Ich habe Interesse an der Metropolregion Frankfurt am Main, der Rolle unseres Landkreises und der größten Gemeinde im Landkreis unser Erlenbach. Wir erleben einen dynamischen Wirtschaftsraum im Wirtschaftsraum Frankfurt am Main. Aktiv bin ich auch heute noch in einem jungen Unternehmen, der Mobile Electrical Bus Company, mit Sitz im Haus auf Logistik der Mobility. Das ist das Innovationszentrum für diese Branche des Landes Hessen, mit am Frankfurter Flughafen. Meine Aufgabe und unsere Aufgabe ist es ja dabei, die Transformation vom Dieselantrieb hin zu alternativen Antriebstechnologien voranzubringen. Und so leiste ich auch noch einen kleinen Beitrag für die Verkehrswende und für den Klimaschutz. Zu verdanken habe ich das mein Freund Ronald Lenk, Wirtschaftsminister, der
Mitgründer dieser und Mitgeschäftsführer dieser Firma ist. Ja, ich werde auch, daraus können Sie das ja sehen, ich werde auch in den kommenden Jahren am Rande des neunten Lebensjahrzehnts nicht in den Ruhestand gehen. Und so wünsche ich uns allen, dieser schwierigen und herausfordernden Zeit wohlergehen, insbesondere natürlich allen unseren Bürgerinnen und Bürgern unserer schönen Heimatstadt Herrenbach am Main. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.